Und zack, da ist schon einer drin sofort, gerade erst ausgeworfen und zack, sofort Biss. Was ist denn hier los? Abgefahren. Was ist es denn? Ich war noch gar nicht fertig. Ich wollte erstmal jetzt hier schön alles aufbauen und dann locker mit der Aufnahme starten. Nö, nö, der erste Brocken hat schon Bock. Also dann mal schnell wieder raus hier. Zack. Weit raus und absinken lassen. Das ist ja ein Ding. Wie sagt man so schön? Tu Gutes und sprich auch darüber. Und wenn R4 das nicht selber macht, dann muss ich es halt machen. Kleine Randnotiz in den Patchnotes sagt, Köderfische sind wohl nun überarbeitet und interessanter geworden. Und es haben auch schon einige im Discord, übrigens Link zum Discord unterm Video, es haben auch schon einige im Discord getestet und probiert und geile Ergebnisse erzielt mit Köderfischen. Und weil wir heute noch schön mit dem Kaulbarsch unterwegs waren, schön Kaulbarsch-Wettangeln gemacht haben, habe ich jetzt jede Menge Köderfische. Dankeschön auch fürs Zuschicken der fettigen Kaulbarsch-Köfis. Oh mein Gott! Okay, der hat direkt Bock. Ja, ich bin ich bin sehr gespannt, was jetzt hier am Kuori so funktioniert. Ich glaube, ich hatte jetzt gerade schon gesehen, ich muss gleich nochmal eben gucken. Schnecker hat, glaube ich, im Discord schon was gepostet. Oh yeah, oh, den wollen wir haben, den Bachsaibling. Oh yeah, Baby. Der fehlt mir noch als Trophy. Das wird eigentlich mal Zeit, oder? So ein schön Bachsaibling auf Köfi. Bachsaibling auf Kaulbarsch. Wäre doch richtig nice. Also, Köderfischmontage, Kaulbarsch, raussuchen, rausschmeißen und hoffen, dass der Lümmel da reingeht. Irgendwann muss er ja beißen. Irgendwann wird er dran sein. Und ich bin mega gespannt, ob das jetzt hier tatsächlich um einiges besser funktioniert. Apropos Kaulbarsch, beziehungsweise... Oh mein Gott, schon wieder der nächste. Apropos Saibling und Kaulbarsch... jetzt muss ich doch mal eben im Discord gucken. Ladogasee liefert natürlich auch. Genau, der Hestas hat er schön erstmal einen Klotzsaibling als Trophy. Klotzsaibling! Klotzsaibling als Trophy auf Köderfisch am Ladoga. Schön von der Insel aus. Hat das schön hier im Gewässerkanal Ladogasee reingepostet. Also, auch da muss ja dann was gehen. Und da muss man dann auch einfach mal testen und probieren. Also, durchaus eine Option. Gucken wir mal, was wir hier haben. Normaler Saibling. Yep. 3,9, aber schmeckt auch. Jetzt natürlich die große Frage, ist es nach wie vor so, dass hier der Haken underrated ist? Mein Eindruck seit Jahren, der Haken beim Köderfischangeln ist... zu klein berechnet, beziehungsweise die Köderfische sind so klein berechnet, wenn man sowas nimmt wie einen Kaulbarsch, also Verhältnis von Tauwurm zu Zuckmückenlarve sozusagen. Bei der Zuckmückenlarve wundert es dich natürlich nicht, dass da eher ein Kleinscheiß raufgeht. Wenn du jetzt einen Tauwurm draufballerst, naja, da bist du doch eher verwundert, wenn halt da einen Kaulbarsch beißt. Und so ist es wohl ähnlich, eben vom Gefühl her zumindest, bei den Kaulbarschen als Köder und den Barschen als Köder. Also wenn ich jetzt hier einen kleinen Kaulbarsch nehme, wirkt der immer so super klein. Dementsprechend ist es wohl sinnvoll, einen dicken, fetten 4-0er Haken zu verwenden, damit man überhaupt so einigermaßen maßige und große Fische bekommt. Denn wenn man dann auch noch einen kleinen Haken nimmt, einen Einser oder sowas, dann sind hier die Saiblinge und so oftmals auch untermaßig und halt regelrecht klein. So diese 400, 700 Gramm Dinger, die will ja keiner haben. Ne? Also, das ist natürlich jetzt wieder die Frage. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen testen. Wie ist das bei dir? Wie ist da deine Erfahrung mit dem Köderfischangeln? Ich sehe jetzt hier bei den Beiträgen, guck mal gerade mal eben hier, Kuori, genau, da war zum Beispiel
Red Onzo hat er hier auch noch schön auf Köfi geangelt und auch ordentlich was rausgezogen. Und auch er war hier unterwegs mit 4-0er Haken. Oder muss ich ja sagen, da bin ich ja ganz und gar bei ihm. Also lieber beim Köderfischangeln komplett übertreiben mit diesen kleinen Ködern, als dann zu viel Kleinscheiß hier rauszuziehen. Und ja, dann die seltenen und wenigen Köderfische, die man vielleicht hat, eben vertüddeln für, keine Ahnung, für einen Barsch oder was. Irgendwas random, was da reingeht. Bisher sieht das doch gut aus. Schöner Start, schöne 5 Minuten. So kann das gerne weitergehen. Gerne auch noch mehr davon. Und natürlich, und weißt du was, eigentlich müsste ich gleich direkt noch eine Rute rauspacken, ne? Komm, die nächste, die jetzt liefert, die bleibt danach drinne. Und jetzt geht's natürlich weiter. Endlich nochmal wieder testen mit Matchrute und Köderfisch. Matchrute, Köderfisch und ich glaube, ich nehme auch nochmal ganz andere Köder drauf. Was natürlich gefährlich ist immer, Hecht. Wir müssen hier natürlich gucken, dass wir so einigermaßen hechtsicher angeln. Ich bin jetzt hier gerade, wir gucken mal eben rein, mit 27 Kilo Fluorocarbon unterwegs. 18er Nylon-Schnur, die wird einfach sofort durchgebissen. Nylon hat da überhaupt keine Stabilität gegenüber den Hechtbissen. Also 27 Kilo Fluorocarbon, 4-0er Haken, Kaulbarsch drauf. Übrigens, wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Auswerfen, du kommst nicht weit genug raus, weil die Tragfähigkeit von deiner Rute ist allein durch den Köderfisch schon am Limit. Flycast-Bleie gehen auch tatsächlich als super kleine, super feine Bleie und fliegen deutlich, deutlich weiter als vergleichbare Bleie. Also Flycast-Bleie lohnt sich da auch richtig. Gucken wir mal eben, was wir hier haben. Jawohl. Oh, ein kleiner. Nee, doch noch. 1,5 immerhin. Maßig immerhin 1,5. So smoke wie dat. So, das Dingen, das bleibt jetzt erstmal drin. Und jetzt nehmen wir hier auf die Mitte. Nehmen wir eine passende Matchrute. Warum eine passende? Nicht alle Matchruten, wenn wir uns hier mal speziell bei den ganz teuren uns das anschauen, haben hier ein Wurfgewicht, hier, guck mal hier, 12 bis 60 Gramm. Und das Teil, die Falcon Match, hat ein Wurfgewicht von 250 Gramm. Also da können wir dann auch mal die dicken Dingers mit rauswerfen. Und das machen wir jetzt auch. Also, wir gehen hier rein auf die Köderfisch-Montage. So, dann ballern wir hier eine ordentliche Pose drauf. Alter, wie das aussieht schon. So, dann brauchen wir hier natürlich ein dickes, fettes Setup. Ich gehe jetzt hier mal rein. Ich bin ja gespannt, was hier reinballert. Ich gehe mal hier rein, komplett übertrieben. 31 Kilo, jawohl. 500 Meter Schnur sind drauf. Ich hätte jetzt hier auch gerne, komm, nehmen wir mal 27er, 60 cm Köderfischhaken 4,0. Wir nehmen hier anfangs auch erstmal noch einen Kaulbarsch. So smoke wie dat. Und das Ganze ballern wir dann raus auf einer Tiefe, sagen wir mal hier an der Stelle, von 2,50 Meter. Einfach nur auf entspannt. Und dann gucken wir mal, ob das hier wirkt. Ein bisschen weiter auswerfen. Ja, Alter, guck mal, wie groß die Dinger sind, ne? Zack, da steht das Ding. Bremse ist da. Bremse so auf, entspannt. So, da ist was dran. Ich wollte doch sagen, irgendwo hat es doch schon wieder gezuppelt und geblonken. Also, das sieht doch gut aus. Und da bin ich jetzt natürlich nochmal gespannt, was da alles noch mit drauf geht. Ist der Köderfisch jetzt mittlerweile richtig interessant? Das ist natürlich die große Frage. Kriegen wir jetzt hier, oh, immerhin noch 900, kriegen wir jetzt hier durch die Köfis die dicken Brocken rein und haben vielleicht sogar die Chance hier, den Seesaibling Kuorski zu fangen auf Köderfisch. Das wäre doch der absolute Burner, oder? Seesaibling Kuorski am Kuori endlich gefangen. 30 Kilo, oh mein Gott. Jawohl, 30 Kilo und das Ganze dann auf Köderfisch, das wäre der Hammer, ey. 2,50 Meter, erster Brocken ist dran, normaler Saibling, okay. Soweit okay, auf jeden Fall ein guter Deal. Kleiner Kaulbarsch gegen 3 Kilo Saibling, macht auf jeden Fall Fett Plus. Das hat sich schon gelohnt, da geht der nächste rein. Was wir jetzt aber hier natürlich auch machen wollen, ist noch dickere Fische. Hier habe ich noch eine Laube, die muss ich gleich mal reinschmeißen, bevor die ganz vergammelt ist.
Hier nochmal eine Laube. Ich habe jetzt die letzten Tage schon so ein bisschen Köfis gesammelt. Wo sind denn die etwas dickeren hier? So, Rotauge. Da haben wir doch ein Rotauge noch. So, 90 Gramm Rotauge. Riecht nur ein bisschen streng, ist aber sonst noch ganz fit. Also, raus damit. Zack. Und dann mal gucken, ob da nicht auch was Schönes drauf reinballert. Bügel wieder aufmachen, jawohl. Abstellen. So, jetzt bin ich gespannt, ob auch das Teil hier richtig schön liefert. Übrigens habe ich mit dem Matchruten... Oh, da ist auch was dran. Au, oh, der erste Kleine. Der erste Kleine. Übrigens hatte ich mit dem Matchruten noch gar nicht hier auf dem Rodpot rumprobiert. Ob sich das lohnt? So selbst gehakt dann natürlich. Ja, okay. Da haben wir den ersten kleinen Kandidaten. Passiert natürlich. Irgendwann müssen die reingehen. Übrigens nachts gleich natürlich auf Quappe hier gehen. Ist ja klar, ne? Die ganzen vergammelten Barsche mal hier reinschmeißen. Und gucken, ob wir hier nicht noch ein paar Quappen rauskriegen. So, haben wir hier noch irgendwo was Saftiges? Hier ist ein Barsch. Soll ich einen Barsch? Komm, ich schmeiß einen Barsch rein. Wenn, dann gehen wir auch richtig steil jetzt. So, raus damit. Zack, gib ihm. Und dann mal gucken, ob hier noch was auf den Barsch beißt oder ob der Barsch an dem Haken vielleicht hier gleich selbst an meinem Köder rangeht. Gleich beißt mir mein Köderfisch-Barsch meinen Köderfisch-Kaulbarsch ab, Alter. So ein Ding ist das. So, jetzt machen wir hier nochmal auf ein bisschen. Lass ein bisschen absinken. Zack und zu. Da auch. Und hier halten wir das im Blick. Ja, bisher super, super spannend, weil wir ja jetzt hier wieder einfach, ne, so ein bisschen diesen, das reicht ja dieser kleine Impuls, so von wegen, yo Leute, Köderfische und so, ne? Wolltet ihr doch immer haben und ist ja nicht so, dass wir nicht auf euch hören. Hier hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt Köderfische. So, das war so ungefähr die Info. So oder so ähnlich, zumindest kam das so bei mir an. Und jetzt gucken wir einfach mal, was denn hier abgeht. Schön auf Saiblinge, schön auf die ganzen Brocken. Und jetzt geht es halt auch ganz anders. Jetzt gehen ja schon die Fantasien mit mir durch. Gerade stand es im Chat auch schon drin. Dryagin-Saibling, sensationell. Wäre natürlich ein Hammer. Genauso aber auch Nelma. Imagine, es geht auf einmal Nelma hier rein auf Köderfisch. Oder Köderfisch wird auf einmal interessanter für Nelma. Das reicht doch schon. Nelma, eine Art Weißlachs. Ew. War ja klar, Alter. Irgendwann muss er kommen. Eine Art Weißlachs. Nelma an der Tunguska. Und Weißlachs wird ja auch immer auf Köderfisch geangelt. Schön mit der Laube. Also, da ist doch durchaus irgendwie was drin, oder? Da muss doch was passieren. Hier, komm. Nochmal vergammelter Barsch. Raus jetzt hier auf die Match. Ich habe richtig Bock, ne? Gerade Match und Ködi, Köfi. Mega Bock. Mega Bock. Ja, so und so ähnlich und so Sachen. So kann es doch gehen. Ist doch ein geiles Dingen. Es wird ein bisschen was getan. Es wird wieder so ein Impuls gegeben. Wie damals mit den Hechten. Hechte wieder so ein bisschen schmackhafter gemacht. Und zack, macht es wieder viel mehr Bock, auf Hecht zu angeln. Weil eben da auch die Gewichte sofort interessanter sind, weil man sie besser verkaufen kann. Und wenn jetzt hier, zack, wenn jetzt hier mehr reingeht und ihr noch ein paar schöne Brocken gefangen werden können auf Köderfisch, dann ist das doch sensationell. Hauptsache, die Frequenz ist gut. Man fängt auch mal was Vernünftiges. Und es lohnt sich wieder, Köderfische zu angeln, sich das teuer vielleicht sogar zu kaufen für Gold, weil man sich denkt, ach komm, bevor ich jetzt hier 2 Stunden lang Köderfische suche, ich will doch bloß eben mal was fangen. Ne? Also das ist natürlich immer so ein Dingen, aber da muss ich sagen, fehlt eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen. Da warten wir natürlich auch schon lange drauf. Oh, hier sind wir jetzt am Limit. Warte, wie gerade schon gesagt, 21 Gramm Blei, schon ist das Limit behoben. Flycast und wir kommen genauso weit raus, jawohl. Jetzt fehlt natürlich nur noch eine Kühlbox, wo dann Köderfische, die man teuer gekauft hat, für echt Geld in die Kühlbox reinkommen. Und dann kaufst du dir die Kühlbox und dann halten die vielleicht einfach doppelt so lang. Müssen ja jetzt nicht unendlich halten, wie so ein Frosch, aber zumindest doppelt so lang, dass man sagt, okay, ich hole mir jetzt einmal 30 Köderfische und hab vielleicht nicht so ewig Zeit und kann die halt nicht irgendwie ständig verwenden, aber dann habe ich zumindest die Chance, dass die noch länger haltbar sind und kann das dann länger damit dann beangeln. Wäre eigentlich ganz geil, ne?
Gucken wir mal. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann ins Game. Vielleicht denken sie sich, hat er ja eigentlich recht. Warum auch nicht? Also, gucken wir mal. So. Und so ähnlich. Ich angle jetzt hier weiter. Ab zum Koori. Ne? Ab auf die Insel. Kurz hier rüber brettern mit dem Boot. Und dann testen. Hier mal reinwerfen. Hier reinwerfen. Hier hinten. Übrigens auf Jig. Den Saibling rausgezogen, einfach von hier aus fürs Event. Zack, hier reinwerfen, eben durchjiggen, blöp, 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 blöp. Zack, ging hier auch alles rein, was man jigmäßig abhaken muss fürs Event. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Ab aufs Köderfischangeln, denn das macht richtig Bock. Bis zum nächsten Mal.